Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie man mit OpenOffice die Zeilen oder die Seitenumbruch einfach so anstellen kann. Also, wir haben momentan auf unserer Seite diese Text hier geschrieben, aber wir wollen zum Beispiel richtig so ja formatieren und von daher, wenn wir das machen wollen, dann sollten wir einfach uns auf unsere rechte Taste einfach drücken und dann gehen wir auf Absatzvorlage bearbeiten und jetzt landen wir auf Textfluss auf dieser Seite und dann klicken wir einfach Textfluss, wie wir unsere Textfluss sehen wollen. Wir haben die Möglichkeit, entweder mit Silbertrennung einfach so anzumachen und dann haben wir automatisch unsere Silbertrennung auf unserer Seite oder wir können unsere Seite einfach mit Umbrüche einfach so machen. Also, und so können wir einfach anfügen, Umbrüche anfügen und unsere Tipp hier können wir einfach unsere Seite angeben. Wir wollen unsere Seite einfach, ja, Seiteumbruch einfach, ja, anstellen und die Position können wir einfach davor lassen. Und hier, wenn Sie zum Beispiel mit Seitenvorlage arbeiten, dann sollten Sie einfach auch ein Häkchen da machen. Und hier sollten Sie einfach auf Standard lassen, aber Sie können auch ändern, wie Sie wollen und von daher haben wir viele tolle auch drin und wir lassen momentan auf Standard und von daher geben wir einfach die Seitennummer hier und wenn wir fertig sind, dann können wir einfach die beiden Häkchen hier nochmal als Optionen, weitere Optionen einfach noch reinmachen und dann okay und Sie sehen schon, wie unsere Seite einfach geworden ist. Sie sehen schon, eben war das ganz unten und jetzt haben wir jetzt gesehen, wir haben momentan eine ganz andere Seite. Sie sehen, die erste Seite ist jetzt leer und die zweite Seite ist jetzt mit unserem Text hier. Und Sie sehen, wie es einfach mit dem Layout einfach anders geworden ist. Und von daher wollte ich euch demonstrieren, was Sie mit Ihrer Seiteumbruch machen können. Und von daher freue ich mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben.